Einen wunderschönen guten Abend zusammen hier heute zum Stereo Trader Helpdesk. Das Ganze heute mal nicht mit Mr. Stereo Trader himself, Dirk Hilger, sondern mal vertretungsweise spontan eingesprungen hier mit Timo. Timo Kosiol ist ja auch sehr im Stereo Trader Programmieren involviert, sehr viele Erweiterungen, Add-ons für den Stereo Trader gebaut und von daher auf jeden Fall auch ein sehr guter Ansprechpartner, wenn es um Fragen rund um das Interface für den MetaTrader geht. Bevor ich aber tatsächlich übergebe an den Timo, einmal der obligatorische Risikohinweis vorweg, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie jedes andere auch bei FX Flat nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts des gleich gezeigten, erklärten oder zu Testzwecken vielleicht gehandelten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung sehen. Naja, vollkommen egal, was der Timo jetzt gleich testet oder sowas. Am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das sollte hier jedem klar sein. Und von daher so viel von mir, ja, von meiner Seite aus. Ich würde sagen, ich übergebe jetzt mal das Zepter hier an den Timo, dass er seinen Bildschirm teilen kann. Bevor der Timo jetzt aber anfängt, das Ganze ist ein Helpdesk-Webinar. Ja, das heißt, es läuft nach Ihren Spielregeln. Sie, die Teilnehmer, haben hier quasi den Timo auf den heißen Stuhl zu setzen. So darf ich das mal sagen. Ich habe jetzt keine Fragen vorweg irgendwie bekommen oder sowas. Wenn es denn doch eine sein sollte, die vorweg irgendwie an uns geschickt wurde, einfach am besten nochmal in die Fragensektion hier reinschreiben. Dann können wir die gerne auch nochmal aufgreifen. Wie immer, ne, wir versuchen hier, beziehungsweise eher der Timo versucht, hier die Fragen bestmöglich zu beantworten. Sollte natürlich eine komplexere Frage gestellt werden oder sowas, dann, wenn es den Rahmen sprengt, dann müssen wir es irgendwie nachgelagert machen oder sowas. Aber im Normalfall kriegen wir hier alles immer gut weggebügelt. Ja, dann Timo, let's go. Viel Erfolg und ich helfe, soweit ich kann. Ja, moin, moin, auch von meiner Seite aus. Sehr gut. Hörst du ein Lachen? Höre ich da etwa ein Lachen? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich dachte, ne, wir sind ja hier kurz vor Weihnachten. Ich ziehe mal meine Weihnachtsmütze an und bring mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung hier in das Webinar rein. Genau, der Florian hat es ja gerade schon gesagt. Ich bin heute in Vertretung da, Vertretung für Dirk und versuche eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Wenn es so ein paar ganz spezielle Sachen sind, dann seht es mir nach, dass ich da vielleicht keine Antwort weiß, aber eure Fragen gehen auf jeden Fall nicht verloren. Ich werde die dann im Anschluss an Dirk weiterleiten. So, ich weiß nicht, Florian, also ich habe jetzt keine Mail bekommen. Gab es da irgendwelche offenen Fragen irgendwie im Support, die wir jetzt irgendwie noch abhandeln können, bevor wir jetzt auf die Fragen hier im Chat eingehen? Wie gesagt, also ich habe jetzt hier nichts vorliegen oder von den Kollegen weitergeleitet bekommen. Von daher kann ich dir jetzt hier nicht mit irgendwie vorweg etwas dienen. Daher, egal was Sie haben, jetzt Frage an die Teilnehmer, Stereo-Trader-Fragen allgemein, vielleicht auch, wenn wir den Profi schon mal da haben, irgendwas zu Timos Tools vielleicht. Sollte doch auch in Ordnung sein, Timo, denke ich mal. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ne, daher, gerne immer raus damit, weil jetzt haben Sie die Möglichkeit, das live tatsächlich an den Experten zu stellen. Ansonsten können Sie natürlich bei FX Flat immer nachfragen, aber der Timo ist natürlich nochmal Next Level, was das angeht, weil den Programmierer dahinter zu fragen, ist natürlich immer was anderes als wir von FX Flat sind natürlich auch nur User, haben natürlich eine gewisse Expertise, aber der Timo weiß da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr. Von daher immer her damit. So, gehen wir mal, wir haben hier eine Frage vom Norbert. Kursaussetzer nach MT5-Update mit Add-on-Toolbox. Also, ich bin ja hier auch auf der neuesten Version vom MetaTrader. Das ist hier die Version 3521. So, ich hole mal die Toolbox dazu. Da ist sie. Okay, ich habe jetzt die neueste Version hier nicht installiert. Machen wir mal Folgendes. Ich bin jetzt hier auch auf meinem Entwicklungssystem. Das heißt, da kann es auch mal hier und da so ein paar Schluckaufs geben, weil da
so Entwicklerversionen und entsprechend die Release-Versionen auf einem System sind. Und das kann manchmal so zum Schluckauf führen. So, T-Toolbox, das ist das Teil hier, kann man jede Menge einstellen, sich anzeigen lassen. Jetzt hat der Norbert geschrieben, Kurzaussetzer nach MT5-Update. So, es gibt, also das ist uns bekannt, das ist mir bekannt, das ist Dirk bekannt, dass es da bei einigen Leuten mit der neuesten MetaTrader-Version Probleme gibt. So, das Ganze ist aber nicht ganz so einfach zu lösen, das Problem. Zum einen, weil es nicht wirklich am MetaTrader liegt, beziehungsweise es liegt wahrscheinlich schon am MetaTrader, aber es liegt auch nicht am Stereo-Trader, es liegt an nicht in den Add-ons, sondern irgendwie es liegt in einer Kombination zwischen diesen ganzen Dingen, beziehungsweise mit diesen ganzen Dingen. Also es ist relativ kompliziert, man kann es gar nicht so genau sagen, wo das Problem herkommt, wo das Problem herrührt. Und zum Beispiel, ich habe das Problem nicht. Ihr seht ja hier auch, ich habe ja die Toolbox, ne, ganz normal geladen, habe die neueste Version vom MetaTrader auch drauf. Aber sowohl Dirk als auch ich, wir kennen die Problematik, dass diese Probleme bei einigen Nutzern auftauchen. So, wir sind auf jeden Fall dran, das Problem zu beheben. Da wird jetzt im Hintergrund ganz viel gemacht, neue Version vom Stereo Trader auch gebaut, wo unter der Haube ganz viel geändert wird, um diese Problematik zu umgehen. Von daher, ja, es kann sein, dass es zu Aussetzern bei einigen Usern kommt. Problem ist in Bearbeitung, aber es ist halt nicht so einfach zu lokalisieren, dass man jetzt sagt, aha, okay, das ist das Ding, komm, hau mal einen Fix raus, ne, morgen ist das Ding gegessen. So einfach ist das nicht, weil es eine ganz individuelle Sache ist, die bei ganz bestimmten Benutzern in ganz bestimmten Situationen, ganz bestimmten Kombinationen auftaucht. Ne? Aber da wird es auf jeden Fall Updates geben, da wird es Infos demnächst auch geben. Und genau, so sieht es aus. So, dann nächste Frage: Wie viel Chartfenster im Stereo Trader mit Toolbox und Stereo Trader möglich? Also, das hängt so ein bisschen von der Rechenkapazität ab. Also, man kann da nicht pauschal sagen, 5 oder 10 oder 15. Je mehr Power dein Rechner hat, desto mehr Chartfenster können entsprechend ne, dort geöffnet werden, können verarbeitet werden. Nichtsdestotrotz würde ich immer empfehlen, nicht alles in einem MetaTrader zu machen. Einfach deshalb, weil man die Last besser verteilen kann, wenn man mehrere MetaTrader-Installationen parallel nebeneinander laufen lässt. Das ist relativ einfach. Man installiert einfach den MetaTrader. Ein zweites Mal muss man darauf achten, dass man entsprechend ein neues Verzeichnis auswählt, nicht dasselbe Verzeichnis wie die erste Version, weil sonst wird die erste Version überschrieben. Aber entsprechend einen zweiten parallel installieren, dort ein paar Fenster machen. Wenn man noch mehr Fenster braucht, einen dritten MetaTrader installieren, dort wieder entsprechend Stereo-Trader installieren, andere Tools installieren. Und so kann man die Last so ein bisschen verteilen. Das funktioniert besser, als wenn man wirklich in einem MetaTrader 20 Chartfenster auf hat, ne? Dann besser 3 MetaTrader-Instanzen mit A7 Charts machen. Das ist dann nicht so Nadelöhr. So, dann vom Harald eine Frage. Hallo, meine Frage: Wie kann ich die Positionsgröße voreinstellen? Es werden die Eingaben im Menü, die Einträge nicht übernommen. Die Einträge im Menü. Muss ich jetzt mal kurz nachfragen, was du mit Menü meinst? Meinst du jetzt hier dieses, da meinst du das Stereo-Trader-Menü? Also das hier? Oder meinst du jetzt hier das Menü? Ah, er schreibt, da hat er es geschrieben. Quick Button Volumes. Das sind die Sachen. Also Positionsgröße voreinstellen. Also ich habe jetzt hier entsprechend ein Kontrakt ausgewählt, gehe jetzt hier auf Buy, wird ein Kontrakt geöffnet. So, jetzt wähle ich hier, sagen wir mal, zwei aus. Werden zwei geöffnet. Ich kann hier 0,2 auswählen, werden entsprechend 0,2 geöffnet.
So, mir ist jetzt nicht ganz klar, was du jetzt mit Positionsgröße voreinstellen meinst, weil wenn ich hier oben auswähle, sowohl die Quick-Buttons als auch hier die Positionsgröße, hast du ja gesehen, werden entsprechend hier die Positionsgrößen eröffnet. Was genau meinst du mit voreinstellen? Möchte 0,2. Ja, genau, 0,2 habe ich ja jetzt hier ausgewählt. Kann 0,3 auswählen, wird 0,3 geöffnet. Also so ganz, Harald, ist mir das die Frage nicht ganz klar. Möchte. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du willst. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Du willst, dass hier bei den Quick-Buttons nicht 0,2, sondern 20 drin steht. Habe ich das richtig verstanden jetzt? Ah, okay. Jetzt ist der Groschen gefallen. Alles klar, verstehe. Also, das macht man im Stereo-Trader-Menü. Das heißt, ich gehe hier links neben die Uhr auf Stereo-Trader-Einstellungen und dann war das, glaube ich, unter Terminal. Genau. Hier kann man die Quick Button Size einstellen. So. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert. Ich muss selbst immer erstmal überlegen, wie das mit diesen Quick Buttons war. Aber man kann ja nicht einfach den tatsächlichen Wert eintragen, sondern man muss das umrechnen. Und zwar folgendes: Das hängt, glaube ich, von der Kontraktgröße ab. Also wir sind hier im US30. Ne? Und ich gehe mal hier auf die Spezifikationen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? So. Minimum Volume Step ist 0,1. So, das heißt, wenn jetzt hier entsprechend 1 steht, dann heißt das, das ist der minimale Volumenschritt. Ne? Also der minimale Volumenschritt ist 0,1, also hast du eine Positionsgröße von 0,1. So, entsprechend muss ich das immer im Kopf umrechnen. Und wenn ich jetzt Folgendes habe, ich möchte 20, ich möchte hier einen Quick-Button haben mit 20 Kontrakten. Muss ich hier eintragen, nicht 10, nicht 20, sondern 200. So, 200, dann habe ich entsprechend hier eine Kontraktgröße von 20. Und wenn ich jetzt hier 20 auswähle, ich weiß gar nicht, ob ich den großen Kontrakt jetzt öffnen kann oder ob mir hier mein Demokonto dann um die Ohren fliegt, weil ich nicht genug Margin habe. Ich gucke einfach mal. Naja, doch geht. Dann habe ich entsprechend hier eine Positionsgröße mit 20 Kontrakten vorausgewählt und habe das auch hier quasi im Panel der Quick Buttons. Also, ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Man muss immer so die Kontraktgröße, die minimale Kontraktgröße im Kopf haben. Dann quasi entsprechend das umrechnen und so kann man hier die Quick Size Buttons sich entsprechend anpassen. So. Dann, was haben wir noch? Dann der Johannes. Bin nicht sicher, ob die Frage an ST oder FX Flat geht. Wie kriegt man Ansicht in einem Fenster mehrere Charts, so wie bei Dirk in Webinaren? Der geht vom DAX zum DAU. In jedem sind mehrere Charts. In einem soll man dann noch ein Konto eröffnen? Also, wie der Dirk jetzt genau handelt, weiß ich nicht, ob er jetzt mehrere Konten hat oder das in seinem Webinar in einem Konto macht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du die Ansicht meinst, er hat ja mehrere Chartfenster auf. Also machen wir hier den US 30 einfach nochmal auf.
Machen wir ihn nochmal auf und machen wir ihn nochmal auf. Hier, so. Und dann gibt es hier eine Option Chart automatisch anordnen. So, und wenn man das klickt, dann sieht man, dann werden die Charts entsprechend hier angeordnet, sodass man hier einen großen hat, hier zwei kleine und hier nochmal so einen mittelgroßen. Ich weiß nicht, ob das die Anzeige ist, die du meinst, weil die nutzt Dirk auf jeden Fall in seinen Webinaren in der Regel, ne, dass man hier entsprechend die Fenster so dargestellt hat. Genau, also ne, einfach vier Charts öffnen, dann hier auf Charts automatisch anordnen und schon hat man die entsprechende Anzeige. So, geilste Frage, Kommentar ever. Voreinstellung der Buttons geht nicht mehr. So. Okay. Keine Ahnung, was für Buttons, keine Ahnung, ne, was nicht mehr geht. Auf jeden Fall geilste Fehlerbeschreibung ever, die ich gerade gelesen habe. Also, ne, Lutz, das musst du nochmal genauer spezifizieren, weil damit kann wirklich keiner was anfangen. So, was haben wir noch? Bei einigen Trades kommt es vor, dass bei dem Wert von LS bzw. TP keine Zahl steht. Wert von LS. Ach so, SL meinst du wahrscheinlich. SL und TP. So, da muss ich erstmal fragen, Heiko, ist das denn wirklich ein FX-Flat-Account? Weil da dürfte das Problem nicht auftauchen. Also, ne, FX-Flat als Partnerbroker, da sind alle Daten hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt hier entsprechend ne, Buy aufmache, das hier nach unten und nach oben ziehe, dann stehen hier auch entsprechend die richtigen Daten drin. Kann sein, dass es bei anderen Broker anders ist, aber bei FXFlat funktioniert das auf jeden Fall, weil die Daten dort korrekt hinterlegt sind. So, was haben wir denn noch? So, danke, Wabe. Achso, die Frage nochmal mit dieser Ansicht von Dirk. Da kommt jetzt noch eine Rückfrage. Danke, Wabe. Die Hälfte von den Fragen. Darf ich noch eine Ansicht haben? Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie Dirk das handelt. Ich sag mal so, wie ich das handeln würde. Ne? Also, um das jetzt so eins zu eins hinzukriegen, wie das Dirk in seinen Webinaren macht. Ne? Kann sein, dass das ein bisschen anders macht, aber wenn ich jetzt vor die Aufgabe stehen würde, ich habe jetzt den DAX, ich habe jetzt den Dow, ne? Und ich möchte beide Male die Ansicht haben, ne? Die so aussieht, dann würde ich hingehen, auch wieder, ich würde mir zwei MetaTrader installieren. In dem einen würde ich dann den DAX handeln, in dem zweiten würde ich dann den Dow handeln und ne, würde mir entsprechend die Charts so anordnen lassen. Und der Vorteil ist, ich könnte dann auch mit der Tastenkombination Alt- und Tab-Taste könnte dann ganz schnell zwischen den verschiedenen Ansichten hin und her switchen. So würde ich das machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Dirk das genauso macht, ne, aber so kann man es auf jeden Fall lösen, dass man DAX und Dow parallel nebeneinander hat mit diesen Chart-Ansichten. Und man kann zwischen den einzelnen MetaTrader-Instanzen ganz fix wechseln. So.
Okay, nochmal eine Frage zu den falschen Darstellungen. Und zwar, dass hier bei Take Profit SL die Werte nicht richtig angezeigt werden. Da schreibt Johannes, nee, der, was Johannes? Der Heiko schreibt nochmal, US-Dollar, japanischer Yen wird nicht richtig dargestellt. Okay. Machen wir das hier erstmal zu. US-Dollar, japanischer Yen. Also hier wird in der Tat null. Also hier wird die Prozentzahl nicht richtig angezeigt, aber das kann natürlich sein bei 0,08 Cent. Nehmen wir hier eine größere Größe. Ah ja, ein Lot. Ah, okay, jetzt weiß ich. Ah ja, okay. Ja, ist bekannt, das Problem. Das liegt, glaube ich, an diesen zu vielen Nachkommastellen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf Nachkommastellen. Da funktioniert die Umrechnung bzw. die Berechnung des Take-Profits und des Stop-Losses nicht, aber wird auf jeden Fall behoben und entsprechend, ne, wird es ein Update für geben und einen Fix für geben. So. Wenn ich zwei Instanzen habe, brauche ich dann auch zwei getrennte Konten? Nein, brauchst du nicht. Also du kannst mit zwei MetaTrader-Instanzen oder auch mit vier MetaTrader-Instanzen auf ein und demselben Konto handeln. Das ist gar kein Problem. Musst halt nur darauf achten und gucken, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt folgendes Szenario hast, ne? Also hast jetzt hier den US30 auf. Ich habe jetzt hier leider auf dem Rechner keine zweite Instanz, sonst könnte ich das schnell mal simulieren. Auf jeden Fall, du machst hier einen Trade auf, ne, und hast in der zweiten Instanz auch nochmal den US30 auf und machst dort den US30 auf. Dann kann es zu Problemen führen, ne, weil die sich in die Quere kommen wegen Stop-Loss und Take-Profit. So. Aber natürlich gibt es dafür auch eine Lösung. Die Lösung sieht so aus, dass man mit Strategien arbeitet. Also, wenn du zwei MetaTrader-Instanzen hast und du möchtest in beiden MetaTrader-Instanzen den US30 oder dasselbe Symbol handeln, DAX, US30, wie auch immer, ne, dann musst du zwei verschiedene oder legst du zwei verschiedene Strategien an. Strategien sind ja hier unter Stereo-Trader-Einstellungen. Ne, wenn man das Menü links aufmacht, dann hast du hier unten die Strategien und da kannst du hier auf Neue Strategie gehen und kannst hier eine neue Strategie anlegen. Das ist ganz wichtig, weil sich ansonsten, ne, Take Profit, SL und die Einstellungen in die Quere kommen können. So. Woran kann es liegen, dass Positionen mit Verzögerung geschlossen werden? Zum Beispiel drei Positionen offen, möchte diese manuell schließen, nur dauert das manchmal wesentlich länger als nur eine Position. Boah, das ist natürlich jetzt aus der Ferne relativ schwierig zu beurteilen, was da genau das Problem sein könnte. Also, es gibt da mehrere Optionen. Also, Option ist zum Beispiel, dass dein Rechner ziemlich ausgelastet ist, ne, und dass einfach der Befehl von wegen, okay, schließe eine Position,
dass das einfach länger dauert, bis dieser Befehl bearbeitet wird, verarbeitet wird, an den Server geschickt wird und wieder zurückkommt. Ne? Zumal die Frage ist auch, ist das ein MT5? Beim MT5 ist das Ganze sowieso ein bisschen, funktioniert das Ganze ein bisschen anders, weil wir dort keine synchrone Verarbeitung haben. Weil im Prinzip läuft das dort so, da wird ein Befehl an den Server geschickt, okay, wenn du das nächste Mal Zeit hast, bitte schließe die Position. So, dann kommt quasi ne, die Meldung irgendwann zurück. Alles klar, ich habe jetzt Zeit gehabt, ich habe jetzt die Position geschlossen, okay, alles gut. Das heißt, da kann schon mal ne, eine gewisse Zeit verstreichen, aber in der Regel sind das Millisekunden. Bis vom Befehl absetzen, ich möchte Position schließen, bis Befehl zurückkommt, okay, ich habe Position geschlossen. Aber es kann, wie gesagt, es gibt diverse Möglichkeiten, warum das länger dauern kann. Ne, schlechte Internetverbindung, Serverauslastung, Rechnerauslastung, also wenn das öfters mal vorkommt, dann glaube ich, ne, am besten mal an den Support von FXFlat wenden. Da können die bestimmt nachschauen, ne, von wegen, was da los ist, warum das so lange gedauert hat. Ne. Dann einfach mal da nachfragen, würde ich sagen. So, empfiehlst du denn eher den MT4? Nein, auf gar keinen Fall. Never ever. Also der MT4, den würde ich auf gar keinen Fall niemandem mehr empfehlen. Einfach deshalb, weil der MT4 eine extrem lahme Krücke ist. Warum ist er eine lahme Krücke? Ganz einfach, das ist ein System oder das ist eine Software, die seit 2012, also seit 10 Jahren, nicht mehr aktualisiert worden ist. Und selbst 2012 war das schon eine Software, die nicht mehr auf dem Stand der Zeit war. Also uralte Software und stellt uns als Programmierer, sowohl mich als auch Dirk, immer wieder vor Herausforderungen, dass man sich mit so einem Altlasten rumschlagen muss, weil da ganz viele Sachen einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Und eines der größten Nachteile vom MetaTrader 4 ist auch immer noch 32-Bit-Anwendung. Das heißt, ne, da ist der Speicher, den das Programm nutzen kann, auch gedeckelt. Die Multiprozessor-Auslastung funktioniert nicht richtig. Also ganz, ganz viele Argumente, die gegen den MetaTrader 4 sprechen. Also wenn ihr die Wahl habt, und bei FXFlat habt ihr die Wahl, ne, nehmt am besten ein MT5-Konto. Kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen. So. Bei MT5 Bild 2710 lässt sich VPOC nicht mehr in den Chart ziehen. Bei Klick mit rechter Maustaste in den Chart ist unter Indikatoren VPOC nicht vorhanden. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. VPOC. Also erstmal, was haben wir denn hier für eine Version? Also ich habe hier die 2710 installiert. Ne? Damit sagst du, geht's nicht. Also 2710, aktuellste MetaTrader-Version. VPOC. VPOC. Na, das ist auf jeden Fall nicht die neueste Version. VPOC. Das ist auf jeden Fall die neueste Version. Ne, also, wie du siehst, Horst ist ja, also generelles Problem ist auf jeden Fall erstmal nicht vorhanden. Bei solchen Problemen, wenn es bei dir, Horst, nicht funktioniert mit dem Bild 2710, immer ganz wichtig, Expertenlog, ne, bitte an FXFlat schicken. Da steht dann in der Regel drin, wenn es irgendwie Probleme gibt beim Laden oder was das Problem sein könnte. Aber wie man sieht, bei mir funktioniert es. Ein generelles Problem scheint jetzt hier erstmal nicht vorhanden zu sein.
Hat man einen Vorteil, wenn man statt 100 Mbit Verbindung 250 Mbit hat? Also generell fürs Trading reichen 100 Mbit aus. Also sage ich jetzt mal so, ich habe also 250 Mbit sind natürlich ne, besser, schneller, aber das Problem ist, du lädst ja nicht so viele Daten beim Trading, bei der Connection zwischen Server ne, hin und her, dass da von 100 auf 250 Mbit irgendwie ein großer Unterschied zu merken wäre. Ne, wichtiger wäre einfach in dem Moment, und jetzt zu sehr ins technische Detail abzudriften, wie schnell oder wie groß die Pingrate ist, aber das kann man beim Broker oder nicht beim Broker, beim Internetprovider nicht wirklich ja, buchen, beziehungsweise man kann nicht sagen, hey, meine Pingrate ist zu gering, ich hätte gern ne, einen Wert unter 10 oder was weiß ich. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Folgendes mache. Also wenn ich jetzt, ne, ich will jetzt nicht zu technisch werden, weil das doch ein bisschen kompliziert dann ist, aber wenn ich jetzt mal Folgendes mache. Gebe jetzt hier ein Ping Google.de. So. Da sieht man, ich habe jetzt eine Response-Zeit von 16 Millisekunden. Das ist eigentlich der Wert, der interessanter ist, weil der sagt, okay, wie lange braucht mein Befehl, den ich hier eingebe, ne, bis er zum Server geht und wieder zurückkommt, dann brauche ich hier 16 Millisekunden. Das ist eigentlich der entscheidende Wert für solche Sachen. Aber den kann man nicht beeinflussen. Das heißt, der ändert sich nicht, egal ob ich jetzt eine 100 Mbit-Leitung habe oder eine 250 Mbit-Leitung. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Es macht nicht einen wirklich großen Unterschied oder es hat keinen besonders großen Vorteil, wenn man für die Sachen jetzt hier eine 100 Mbit-Leitung hat, beziehungsweise eine 250 Mbit-Leitung. So. So, der Horst schreibt nochmal, habe sogar ein Video an Dirk geschickt, bisher keine Lösung. Hast du denn auch den Expertenlog mitgeschickt? Also, ne? Der ist immer ganz wichtig, der ist meistens wichtiger als ein Video. So, haben wir noch was? Habe ich irgendwas übersehen, Florian? Nee, ne? Naja, würde ich nicht sagen. Naja, neue Frage direkt, wenn wir darüber sprechen. Ja, das neue Flux-Tool scheint defekt. Es bringt mich nicht zurück in die Zukunft. Was mache ich falsch? Ich würde mal sagen, du sitzt nicht im DeLorean. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Gehe ich mal stark davon aus. Also, am besten in DeLorean setzen, dann nochmal probieren, dann sollte es eigentlich funktionieren. Okay. Ja. Ja, also wenn keine Fragen mehr sind, dann quatschen wir noch so ein bisschen, Florian, würde ich sagen, oder? Ja, immer gerne. Gar kein Problem. Genau. Nee, ansonsten, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, dann schreibt es noch hier in die Kommentare. Ansonsten. Willst du noch was dazu sagen, was jetzt reingekommen ist zu dem Add-on? Nee, nee. Das. Okay. Nee. Okay, alles gut. Ja. Ja, Okay. gut. Dann, ich hoffe, ich habe den Dirk würdig vertreten können. Bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr mir zugehört habt. Und falls wir uns hier nicht mehr sehen, dann sage ich schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder.
Ich gebe zurück an den Florian. Bis dahin noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Hey, danke. Super. Ich danke dir, Timo, für den spontanen Einsatz hier auf dem heißen Stuhl im Helpdesk-Webinar. Super gemeistert auf jeden Fall. Response kriegst du ja auch im Chat gerade. Von daher vielen lieben Dank. Auch großer Dank an die Teilnehmer, dass sie ihre Fragen hier mal reinstellen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen allen eine fröhliche, entspannte und natürlich erfolgreiche Woche. Bleiben Sie alle gesund. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sind ja nicht mehr so viele Webinare in diesem Jahr. Von daher bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.